Oh Gott, ey, so wird das nie was mit den Touris. Dann wird sich gleich wieder. Die Limo ist alle. Junge, die Fabrik ist hochgegangen. Es gab Tote! Und du kümmerst dich nur um deine Fanta. Ich glaube, wir sollten mal über Kevins Insel gehen. Die ist nämlich in der neuen Welt deutlich ansehnlicher als meine. Was ist denn seine Hauptinsel? Ist das deine Hauptinsel? Die sieht aber lumpig aus. Ach so, da hinten sind noch ein paar Gebäude. Oh, du hast einen Strand. Gleich mal gucken, ob da Deutsche da sind. Bin gerade dabei, einen zu bauen, ja. Oh, siehst du das hier? Siehst du das hier? Was ist mit ihm? Was, was, was? Was ist mit ihm? Weißt du, hier, Kollege Schnürfuß, der da... Was, was, was macht er da? Was, nee, was macht das Auto da? Siehst was, du das nicht? Was denn für ein Auto? Zoom mal raus, du bist ja nah dran, Bruder. Du bist ja nah dran, Bruder. Oh. Nein, das ist despawned. Ach, come on. Meinst du mit so Auto nice. Kutsche? Ich wollte eigentlich mal bei einer mitfahren. Nee, es war so Kutschenauto, keine Ahnung. Kutschenauto. Ja, es war nicht zu identifizieren. Ja, okay. Na, was hat's denn gemacht, Kevin? Mal es uns mit Worten. Es ist über die Leute drüber gefahren. Am Strand, oder was? Ja. Nice. Dann ist es nicht drüber gekommen und ist so hochgebackt. Oh, das war alles so komisch. Oh, warte mal. Jetzt sitze ich in der Kutsche. Pass mal auf. Jetzt gibt's hier. Jetzt mache ich mal hier ein bisschen Rambazamba am Strand, Kevin. Pass auf. Du siehst es ja, glaube ich, bei dir. Oh, ich kann da nicht drüber. Cool, die Pferde haben eine Hupe. Ah! Was ist mit ihm denn? Oh, die Kutsche darf nicht auf dem Strand, Kevin. Was hast denn du für eine restriktive Policy hier? Ja, ich weiß, das mit dem Strand ist ein bisschen doof. Reite ich die Kutsche jetzt ins Meer hier. Tripp Pferd. Geht auch nicht. Nichts darf ich hier. Keine Leute umbringen, keine Pferde umbringen. Darauf ein Feuerwerk. Ach nee, Kutsche kann auch kein Feuerwerk sein. Kutschen sind doof. Was haben wir denn hier für dicke Bämmen drauf auf der Kutsche? Guck mal die Reifenspuren an. Ja, ne? Oh, warte mal. Da kann ich ja bestimmt witzige Sachen mitmalen. Oh, ein bisschen Freifläche. Ach, schön hast du es hier, Kevin. Danke. Ich gebe mein Bestes. War ein bisschen kreativ, Kevin. Hä? Oh, lol. Ja. So. Sieht man das auch noch aus der... Ach, wie cool. Das sieht man ja immer noch. Sehr schön. Nice. Okay, nice. Ja, oh nein. Oh nein, es ist weg. Oh, schade. Schön war's. Okay. Das Falle-Symbol. Ja, oder? Weiß nicht, was du meinst. War eine Stecknadel. So, Spaß beiseite, Leute. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ernst zurück hier bringen, weil ich habe nämlich ganz schön zu tun eigentlich. Und zwar damit zu überlegen, wo ich am besten den Zucker klaue. Ich würde es jetzt aber erstmal einfach machen. Den hier noch mitnehmen. Weil ich scheine ja genug zu haben. Mehr als genug. Okay, dann Handelsroute. Hier haben wir ja noch einen Slot frei. Dann nehmen wir noch Zucker mit. Und dann können wir auch unsere Bar bedienen. Und wenn das auch keinen signifikanten Touri-Zuwachs bringt, also dann weiß ich langsam auch nicht mehr. Achtung, der Bar. So. Wir haben aber auch echt wenig Zitrusfrüchte und überhaupt alles. Und das, obwohl ich ein zweites Schiff auf die Handelsroute gesetzt habe, ne? Heißt das, wir haben hier zu wenig Lager?
Nee, wir haben einfach zu wenig Kokos und Zimt, wie mir scheint. Das heißt, wir brauchen mehr Kokos und Zimt, wie mir scheint. Hä? Oh. Haben wir auch ein Hospital? Sterben sie bei dir schon wieder, Kevin? Ja, ja, wie immer. Ich kann mich auch nicht um alles kümmern. Das ist das richtige Mindset, Kevin. Das ist das richtige Mindset. Ich muss gerade in der neuen Welt meinen Strand hübsch machen. Ich finde es gut, dass du auch mal Prioritäten aufs Schönbauen setzt, nachdem du das ja sonst immer so ein bisschen vernachlässigt hast. Also, das ist ein unironisches Lob. Danke. Das brennt! Fuego! Bitte, mein Leben! Mucho Fuego Grande. Habe ich eine Feuerwehr? Ich habe schon ewig keine Feuerwehr mehr gebaut, ne? Ich wusste jetzt gar nicht mal auf Anhieb, wo eine. Ach doch, da ist eine. Alles futsch. Sehr gut, kriegt er hin. Hauptsache, es springt nicht auf meinen Palast über. Also dann gibt's Dresche. Rest ist egal, ne? Die Leute, die können alle. Ja, ganz ehrlich. Gackeiern. Okay, aus. Die Leute können wieder einziehen. Mein Palast ist für die Ewigkeit. Ist richtig. Muss man auch mal richtige Prioritäten setzen, finde ich. Hast du gesetzt. So, Stichwort Prioritäten setzen. Wo ist denn mein. Hier ist eins. Kapaloris hat 50 Tonnen, 50. Da hat von allen 50 Tonnen dabei, so wie das Leben sein sollte. Und wo ist das andere Kapaloris, was auf der gleichen Route unterwegs ist? Muss ja auch irgendwo rumschimmeln. War's da nicht? Da ist es, Kapaloris. Hat ebenfalls von allen 50. Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, Sama! Ja, ne klar, die Limo-Fabrik ist gerade neu gebaut und ihr schafft es schon, die hochzujagen. Ihr seid solche Versager. Vor allem meine Limo-Fabrik, weißt du? Aber wieso brennt es denn hier überall, Leute? Was habt ihr denn gemacht? Wofür bezahle ich euch eigentlich? Konnte ich nicht bei der Feuerwehr irgendwie auch noch ein paar extra Schichten mobilisieren? Hier, mobilisieren. Macht mal was für euer Geld, ihr Nullen. Ich kann meine Limo-Fabrik nicht wieder aufbauen, während es in der Nachbarschaft noch brennt. Das ist ja total bescheuert. Ich brauche die Limo. Eine Explosion erschüttert. Jetzt ist auch noch meine Shampoo-Fabrik hochgegangen. Ach, Kevin, bau nie Chemiefabriken, ne? Die Leute sind echt nicht geeignet dafür. Jetzt muss ich warten, bis die Feuerwehr zu Potte kommt. Ah, wenigstens kann ich das jetzt wieder aufbauen. Sehr gut. Oh Gott, ey, so wird das nie was mit den Touris. Dann wird sich gleich wie die Limo ist alle. Junge, die Fabrik ist hochgegangen, es gab Tote! Und du kümmerst dich nur um deine Fanta. Guck mal, das verstehe ich nicht. Ich habe 1600 Glühbirnen im Lager. Und ich sage, ich möchte hier 150 davon abgeben und dafür 420 Melonen haben. Und er sagt mir aber. Erweitern Sie Ihre Lagerkapazität. Verstehe. Nee, alles gut, ich verstehe es. Ja, habe ich gern gemacht. Ja, danke dir. Problemlöser. Danke ja, dir. Ja, super. Das ist echt. Bist mein Held, Kevin. Lohnt sich jetzt aber auch nicht unbedingt was anderes dafür zu holen. Ich muss auf jeden Fall mehr Dampfwagen produzieren. Mehr Dampfmaschinen. Weil darauf fußt ja mehr oder weniger mein komplettes Im- und Exportsystem. So, die Frage ist, habe ich denn die Zutaten für Dampfmaschinen? Messing und Eisen. Ich habe immer noch... Ach nee, warte mal. Also Stahl meine ich. Wieso habe ich denn immer noch keinen Stahl? Stahl. Ja, sorry. Also das verstehe ich jetzt. Hier sind 191 Tonnen Stahl. Oder werden die gar nicht abgeholt? Wait a second. Werden die gar nicht abgeholt? Ist das das Problem? Habe ich keine Handelsroute, weil hole ich möglicherweise nur Stahlträger? Nee. Ach doch, aber aus Bethlehem hole ich Stahl. Wieso denn aus Bethlehem? Mir fehlen die Rohstoffe.
produziere ich denn da? Hier, da ein bisschen Stahl. Das ist aber wirklich nicht viel. Da muss ich jetzt mal dem Spiel recht geben. Das liegt daran, dass hier einfach viel zu wenig Kohle vorherrscht. Hatte ich jetzt schon erforscht, dass ich die Mine... Erzart der Mine anpassen. Geil. Yes. Und schon ist es eine Kohlemine. Sehr geil. Oh Gott, ich liebe dieses Forschungsinstitut gerade abgöttischst. Muss mal irgendwie den Blaupausenmodus ausschalten. Wo ist denn der an? Ah, hier. Okay, das heißt, wir hätten dann mehr Kohle. Das wiederum heißt, wir können noch einen Hochofen hier hinbauen. Unsere primären Stahl-Ressource. Das heißt aber auch, wir könnten theoretisch aus Pepper's Paradise ein bisschen Stahl abholen, wenn die jetzt hier so viel produzieren. Weil das ist ja Verschwendung. Das machen wir ja schon. 100 Tonnen. Hä, was machen die mit dem ganzen Stahl, die Messis? Wow. Man muss immer. Ey, ich hole 100 Tonnen Stahl. Stahleisen. Wo bringst du das hin? Auch darüber. What? Was haben die denn für einen Stahlverschleiß? Ich warte jetzt mal, bis ein Schiff ankommt, was Stahl bringt. Und dann gucke ich mal hier. 50 Tonnen. Mal sehen, wie schnell die rausgehen. 50 Tonnen sind da. 46, 42. 38. Wow! Das Schiff ist noch nicht mal abgelegt und der Stahl, den ich angebracht habe, ist schon fast weg. The hell? Wer braucht denn hier so viel Stahl? Ich bin verblüfft. Das erklärt natürlich einiges, wenn der Stahl so schnell nach unten geht, dass... Mal wieder 46 Tonnen, 42... Da kann ich natürlich nicht genügend Dampfmaschinen produzieren, wenn der Stahl permanent fehlt. Aber wenn ich jetzt hier unten die Produktion so erhöht habe, kann ich da vielleicht ein bisschen was abknapsen. Also noch ein bisschen mehr abknapsen, meine ich. Kaufe ich Kohle etwa ein? Ah, ich kaufe hier Kohle ein. Dann kaufe ich auch mal Eisen ein. Was soll der Geiz? Schadet nicht. Okay, also weil meine Investoren jetzt nichts mehr zu rauchen haben und sie gar nicht alle sind, weigern sie sich ein Hochhaus zu bauen. Makes sense. Ich kann auf der Baustelle nicht quarzen, doch. Da möchte ich nicht arbeiten. Naja, du musst denen aber auch mal das geben, was sie wollen. Ich nicht. Oh ja, wenn du zwischendurch wieder anfängst, kannst du einfach lassen. Dann kannst du einfach nach Hause gehen. Werde sich dann bestimmt gleich wieder beschweren, irgendwie in der nächsten Zeitung. Die Zigarren sind alle. Muss ich gleich mal einen negativen Artikel verfassen. Ah, guck mal, die kann ich aufsteigen lassen. Die sind glücklich. Wenn die nicht wollen, dann lassen wir halt die Investoren. Die. Ingenieure aufsteigen zu Hochhäusern. That's fine. Neue Errungenschaft. DLC, hoch hinaus. Ja, ja. Ich verstehe es mit der Limo nicht, ehrlich gesagt. Es will mir nicht in den Kopf, wieso ich nicht genügend Limonade produzieren kann. Bleibt aber stabil bei 0. Also, ich habe Zucker. Ich habe sogar ein paar Zitrusfrüchte. Was wolltet ihr noch? Salpeter. Aber Salpeter habe ich doch wohl auch. Ja, ist nicht super viel, aber ich habe Salpeter. Also, wo Problem? Ein Lagerhaus? Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Nein. Nein.
Ich habe ein zweites Salpeterwerk gebaut und das ist schon seit Stunden voll, weil es kein Lagerhaus in Reichweite hat. Eieieiei. Ich weiß aber auch nicht, wie ich da ein Lagerhaus hinkriegen soll. Das steht ja am am Hafenbereich. How am I supposed to get a Lagerhaus dahin? Oder gibt's ein... Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ach ja, komm das mal her. Oder gibt's so eine Art Lagerhaus am Hafenbereich? Die Hafenmeisterei vielleicht oder sowas? Oh Gott. Ich habe immer ein Kontor hingebaut. Ja, aber du kannst ja nur ein Kontor bauen. Ja, dann baust du halt ein Lagerhaus, hä? Ja, ich kann aber doch... Ich kann aber doch am... Also im Hafenbereich kann ich doch kein Lagerhaus bauen. Das muss doch auf Festland gebaut werden. Ach so. Was hast denn du da im Hafenbereich? Na, mein Salpeter-Geraffel. Depot erhöht die Lagerkapazität. Das ist es, glaube ich, nicht. Dann muss ich dieses ganze Teil hier wahrscheinlich woanders hinbauen. Aber ich weiß halt nicht, wo. Na doch, hier. Dann sieht's halt wieder scheiße aus. Aber wenigstens hat er jetzt ein Lagerhaus in Reichweite. Hurra. Naja, manchmal geht's halt wirklich nicht anders, ne? So, was brauche ich denn jetzt hier drüben? Stahlträger. Oh. Okay. Hier ist ein Frachtschiff aus der neuen Welt, das steht in Bethlehem und hat Aluminium dabei. Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier ansehen. Idealerweise hält man sein. Wieso? Wieso brauche ich Aluminium hier? Keine Ahnung. Hatte bestimmt einen Zweck. Der Druck im Kessel. Der einst. So, bitte sag mir, dass du ans Lagerhaus rankommst. Ist nicht dein Ernst. Jetzt erzählen, dass du da auch nicht rankommst? Na, wir werden es ja sehen. Aus diesem Grund bin ich hier. Oho! Freie Bürger, die keine Was ist Angst mit meinen Touristen los? Seit wann seid ihr glücklich? Ich würde gerade sagen, sind sie mal zufrieden am Ende des Streams? Ja, super zufrieden sind sie jetzt nicht, aber die Anzahl der Touris wächst. Wahnsinn! Es fehlen nur noch 1300. Statt der anfänglichen, was waren es, 2000 oder so, 2,5? Tendenz nach wie vor steigend. Mal gucken, wie es ist, wenn die Limo ausgeht. Die Fantas alle, ich komme hier nie wieder her. Ja, ist auch so. Wie ist eine Scheiße ist das? Kackinsel. Eine von 5 Sternen. Ich würde 0 von 5 Sternen geben, wenn es möglich wäre. Dummerweise muss ich mindestens eingeben. Ei. Gut, aber ich habe tatsächlich getan, was ich tun wollte. Ich habe eine weitere Handelsroute für Eisen eingerichtet. Wow, wow, 488 Touristen in dem Hotel, das hatte ich noch nie. Das ist ja fast ausgebucht, Mensch. Genau, ich habe getan, was ich tun wollte. Ich bin bei 2840 von 4000 Touristen. Das heißt, so grob überschlagen brauche ich noch, wenn ich noch zwei Hotels habe, oder zwei Hotels baue, bin ich bei, sagen wir mal, 3700 vielleicht ungefähr. Das heißt, ich muss dann noch irgendwie 300 Touristen hinkriegen. Das heißt, ich könnte ja noch, die Bar hat ihren Betrieb aufgenommen. Deswegen, verstehe. Gut, dann kann ich gar nicht mehr so viel. Ich könnte noch Souvenirs machen, aber ehrlicherweise muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das wirklich will. Lebensqualität habe ich auch nicht wirklich was. Vielleicht muss ich einfach noch 4 Hotels bauen beim nächsten Mal. Dann ist es halt so. Dann habe ich halt noch 4 Hotels gebaut.
Aber Zielsetzung für den nächsten Stream, und das kann ich jetzt easy sagen, weil ich werde es sowieso vergessen. Ich will dieses Monument bauen. Diesen Eiffelturm da. Das ist alles, was ich will. Danach bin ich glücklich. Das ist schön, dass du so... Und dann kümmere ich mich auch wieder um meine Investoren hier, denen immer noch die Zigarren ausgegangen sind. Ah ne, sie haben Zigarren wieder. Oh, nochmal eine Zeitung. Oh Gott. Stadt wird hässlicher. Ja, das ist doch mir egal. Ach, sag bloß, du hast auch mal was Negatives. Zwei Negatives sogar. Nein. Was ist denn da los, lieber Kevin? Ja, nochmal schön lektorieren zum Ende, ne? So. Ja, muss halt, ne? Muss halt. Alternative Fakten. Hirsche. Na gut, Leute, aber ich denke mal, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir beide hinreichend müde sind, um zu sagen, das lohnt sich jetzt nicht mehr weiterzumachen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns für den heutigen Stream so allmählich. Es war uns eine riesen Freude, dass ihr dabei gewesen seid. Gerne bis zum nächsten Mal. Anno, wir wissen immer noch nicht, wann es ist, oder wir wissen jedes Mal am Ende des Streams nicht, wann der nächste Stream sein wird, weil wir, wie gesagt, leider nicht regelmäßig dazu kommen. Aber da lohnt sich tatsächlich auch, bei uns auf YouTube auf dem Community-Tab vorbeizuschauen oder auf Instagram bei uns. Da posten wir immer die nächsten Streams, sobald wir wissen, dass wieder einer stattfindet. Also, wenn ihr wissen wollt oder das nächste Mal wieder dabei sein wollt, dann habt ein Auge auf diese beiden Kanäle, damit ihr es nicht verpasst und beim nächsten Mal wieder dabei sein könnt. So, genügend gelabert, liebe Freunde. Ich glaube, das reicht für heute. Kevin, schön, dass du auch wieder mit dabei gewesen bist. Es war mir eine Freude und dann sage ich gute Nacht an dich, Kevin. Gute Nacht an euch, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, gute Nacht.